Hätte man noch vor ein paar Wochen gesagt, oh, die Fed, die wird die Zinsen deutlich weniger senken als zunächst mal angenommen. 6, 7 Zinssenkungen waren ja noch im Januar stark erwartet worden. Jetzt sind es 3, vielleicht sogar noch 2, vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, gar keine. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sehen jetzt 3 tote Tech-Generäle, also 3 der Magnificent 7 Aktien, die überhaupt nicht mehr funktionieren, allen voran Apple und Tesla. Dazu auch noch Google, Apple, weil das Unternehmen im Grunde schon lange fundamental total überbewertet ist, bei gleichzeitig überhaupt keiner neuen Innovation. Tesla war ohnehin schon immer zu teuer. Jetzt bricht das Narrativ des ewigen Wachstums weg, dass so Tesla alles beherrschen wird etc. Und der dritte tote General, der lebt noch aus meiner Sicht. Das ist Google, die es ein bisschen verbockt haben mit dieser Gemini KI-Bild-Geschichte, die wirklich grottig war, aber Google ist zu stark aus meiner Sicht, um sich wirklich aus diesem Kreis der Magnificent 7 zu verabschieden, aber Apple und Tesla, das sieht nicht gut aus. Und heute haben wir Jerome Powell vor dem US-Abgeordnetenhaus, der hier Rede und Antwort stehen wird. 16 Uhr wird das der Fall sein, aber es dürfte bereits 14:30 der Redetext veröffentlicht werden. Keine Garantie, aber relativ wahrscheinlich, dass das so kommen wird, und darauf werden die Märkte dann natürlich stark reagieren. Schauen wir uns zunächst mal die Dinge an. Wir hatten gestern ja starke Verluste. Zum Handelsende hin ging es dann, wie wir unten in dieser S&P 5-Minuten-Chart-Übersicht sehen, dann wieder deutlich nach oben aus so einer bullischen Wedge nach oben ausgebrochen. S&P 1% im Minus. Das ist erst der dritte Handelstag mit mindestens einem Minus von 1%. Durchschnittlich passiert das normalerweise 29 Mal in einem Jahr, aber der Nasdaq 100 mit minus 1,8%, immerhin der größte Tagesverlust seit Oktober 2023. Und wie sehr das dann sofort auf die Stimmung drückt, sehen wir in dieser totalen Panik hier im Fear and Greed Index. Aus extremer Gier sind wir nur noch zu sehr starker Gier jetzt geradezu runtergefallen, abgestürzt. Also Sie sehen, wie hier die Panik um sich greift nach diesem gestrigen Handelstag. Kaum fassbar, alle wollen nur noch raus, oder jedenfalls sehen wir, dass die Magnificent 7 unter Druck waren, vor allem Apple unter Druck ist. Apple handelt jetzt 7,5% unter seiner 200-Tages-Linie. Das ist stark überverkauft. Ein Rebound, eine technische Gegenreaktion ist jederzeit zu erwarten, auch wenn das Narrativ irgendwie wegbricht bei Apple. Da ist man schlichtweg wenig innovativ. Diese Apple Vision Pro, die bringt es offenkundig nicht. Die wird nicht der große Umsatzbringer. Und dementsprechend merkt man jetzt eben, dass dieser Wert schon lange fundamental total überbewertet ist. Hier sehen wir mal Apple Market Cap minus Microsoft. Das wird immer negativer. Das heißt, Apple verliert sehr deutlich zu Microsoft an Marktkapitalisierung. Und auch Google hat es getroffen. Das erste Mal jetzt seit 12 Monaten, seit einem Jahr, also handelt Google unter seiner 200-Tageslinie. Wie gesagt, ich glaube, dass Google hier noch der stärkste dieser 3 schwächeren Kandidaten ist. Aber hier sehen wir das auch in der Performance seit dem Jahresbeginn. Google leicht im Minus, Apple deutlicher im Minus, Tesla ziemlich stark im Minus. Dann positiv Microsoft, Amazon, Meta, und dann kommt lange gar nichts. Und dann kommt natürlich die herrliche Nvidia. KI, KI, KI. Aber Apple, wie gesagt, hat seit Jahren im Grunde keine Innovation gebracht. Man hat vor allem eigene Aktien zurückgekauft, man hat von der Zentralbank Liquidität profitiert, wie Julian Bridgen hier zeigt. Es ging eigentlich nicht um Fundamentals, um fundamentale Dinge. Das wird sich jetzt wohl ändern. Jetzt brauchst du irgendwie eine Erzählung. Apple hat eben keine KI-Erzählung, auch wenn man das immer wieder versucht. Und dementsprechend sehen wir, wie ausgebombt hier dieser Chart wirklich ist. Komplett auseinanderdividiert mit dem Nasdaq, mit dem man lange parallel gelaufen ist, also mit dem Apple lange parallel gelaufen ist. Wir sind aber oben im RSI wirklich überverkauft. Rebound durchaus wahrscheinlich. Und hier sehen wir mal Apple, Microsoft und Nvidia. Wir sehen, wie stark hier rechts in der Grafik, wie stark Nvidia jetzt aufholt inzwischen. Da ist das Gap immer geringer, ich glaube nur noch 400 Milliarden Dollar.
Und das ist ja Peanuts, gell? Portokasse, ne? Wenn ich einmal abends unterwegs bin, 400 Milliarden Dollar, normal, gell? Da sage ich ja, da lassen wir mal 5 Grad sein. Und also wir sehen, dass Apple jetzt deutlich unter Druck ist seit Jahresbeginn. Nvidia ist dagegen über 80% oder 80% im Plus. Und das sieht so ein bisschen aus wie Cisco Systems. Sie kennen bestimmt diese Charts. Damals in der Dotcom-Blase. Und damals diese Cisco-Erzählung war total rational eigentlich, weil man sich gesagt hat, naja, Internet ist das große Ding und das war es ja auch. Und alles wird sozusagen über Cisco-Router laufen, die damals eine Profitmarge von 50% hatten, was sehr gut ist. Nvidia hat noch mehr. Also hat man sich gesagt, Mensch, Cisco, das muss sozusagen der große Gewinner des Internets sein. Wir wissen, dass es anders gekommen ist und es wird sehr wahrscheinlich auch anders kommen bei Nvidia. Die werden nicht auf Dauer die großen Gewinner der KI sein. Also ist eine Frage nur, wann das Narrativ in sich zusammenbricht, so wie das Narrativ über Elöne in sich zusammengebrochen ist. Die Religionsgemeinschaft Tesla war ja wirklich sehr klar und fest des Glaubens, dass eben komplett Autos nur noch Teslas sein werden. Elon Musk etc. etc. Da hat man Wunderdinge erwartet. Wir sehen, dass das Wunder jetzt ein bisschen schwieriger wird, weil schlichtweg dieser E-Automarkt ohne Subventionen nicht funktioniert, weil gebrauchte E-Fahrzeuge massiv an Wert verlieren, weil eben die Fortentwicklung gerade bei E-Autos schneller geht. Das heißt, je älter mein Auto ist, umso technologischer rückständiger ist es dann schon. Beim Verbrenner, wenn ich ein 5 Jahre altes Auto habe, who cares, der ist immer noch ziemlich frisch. Jedenfalls sehen wir, dass aufgrund des fallenden Aktienkurses und Elon, nur noch der drittreichste Mann der Welt ist, er unheimlich schnell gealtert ist. Links das Bild von vorgestern, rechts das Bild von gestern Abend. Also wir sehen, der Mann ist mitgenommen, ja, jetzt dieser Anschlag von dieser Umweltgruppe, wie man vermuten kann, antikapitalistischen Gruppe, die ihn als Technofaschist bezeichnet, der gute Elono. Also das hätte er sich auch nicht gedacht, dass ihm so etwas mal widerfährt. Er fühlt sich ja als der Gute, der die Welt rettet und dann vor allem zum Mars bringt, was zwar per se keinen Sinn hat, weil auf dem Mars ist es relativ unwirklich, gell, aber das sind halt so kleine Jungenträume, die dann halt auch zeigen, wie unreif teilweise dieser phasenweise schon geniale Typ eigentlich ist. Hier gucken wir mal auf einen Vergleich zwischen Dotcom-Blase und heute. Hier sehen wir, dass die Verteilung relativ ähnlich ist, nämlich in Sachen Price-Earnings-Ratio. Also Price ist die Marktkapitalisierung, Earnings ist das, was man an Gewinnen hat. Wir sehen, dass da noch ein bisschen mehr Aktien damals als in der Dotcom-Blase eben extrem abweichende Price-Earnings-Ratios haben, also die weit über dem Durchschnitt der anderen Aktien ist. Viele Aktien sind gar nicht teuer, aber manche sind sehr, sehr teuer. Dazu zählt eben Apple, dazu zählt vor allem auch Tesla. Dazu zählen natürlich auch Nvidia und so weiter. Auch Microsoft ist teuer und so weiter und so fort. Wir sehen jetzt die Allocation in US-Aktien, der höchste Stand seit 2021, wenngleich wir schon extremer mal unterwegs waren. Aber hier wird uns versichert, diesmal ist es keine Blase, wie Goldman Sachs sagte, gar keine Frage. Deswegen ist dieser Markt unsinkbar. Deswegen sehen wir bei Economist die Frage, wohin geht dieser Bullenmarkt, wie weit steigt er noch? Wir sind eben in dem Bereich FOMO, Trumps Fundamentals, also FOMO, Fear of Missing Out. Die Gier ist wichtiger als Fundamentaldaten. Deswegen hat man bisher die schwindende Aussicht auf Zinssenkungen ja so großartig wegstecken können. Aber die Frage ist, wann passiert das, dass das Ganze umkippt? Das ist immer eine Frage der Zeit. Es kann länger dauern, es kann noch extremer werden. Gar keine Frage, aber dann wird es eben schmerzhaft. Und hier sehen wir mal, das ist eine Headline, die wir hier sehen aus dem Jahr 2018, nämlich vom 9. März 2018, respektive eben aus dem Jahr 2018. Jedenfalls der 9. März 2009, so muss es heißen. Genau, also das ist der Tag, als dem der große Bullenmarkt begann. Also in Gefolge der Finanzkrise ging es ja massiv nach unten. Damals hat Obama kurz zuvor gesagt, ja, also die Bewertungen seien jetzt sehr niedrig, sehr attraktive Einstiegsgelegenheiten in den Aktienmärkten. Und damals waren die Bewertungen echt niedrig im Gegensatz zu heute. Aber heute beginnt natürlich der neue Bullenmarkt, gar keine Frage. Der S&P 500 stand, glaube ich, bei 666 Punkten.
Jetzt sind wir im Bereich 5100 Punkte. Alles klar. Super. Also vielleicht wird dieser Bullenmarkt ein bisschen sich erschöpfen. So wie derzeit die Dinge laufen. Gleichwohl fließt weiter Geld in die Märkte, vor allem in den Bereich Tech und Communication Services, wie wir hier sehen. Geldflüsse aus der letzten Woche. Und wie die Stimmung derzeit ist, sehen wir vor allem ja auch bei Bitcoin. Gestern ja das Allzeithoch. Dann dieser massive Abverkauf innerhalb von Minuten wieder, relativ kurze Zeit sogar im Bereich 60.000, also mal eben gut 9.000 Dollar verloren. Ein größter Abverkauf, glaube ich, seit 2022 bei Bitcoin, zwischenzeitlich. Dann wieder die Erholung. Wir sehen hier übrigens den Fear and Greed Index bei Bitcoin Extreme Greed mit den 90. Da können die Aktienmärkte nur von träumen. Da sind die ja ganz bescheiden und nüchtern unterwegs hier. Gestern das bisher höchste Volumen, was in ETFs, Bitcoin ETFs gehandelt wurde, ever. Die gibt es ja erst auch seit Januar, also noch nicht so lange. Aber wie Bitcoin News hier schreibt, das sind es offenkundig einige gewesen, derjenigen, die schon sehr, sehr lange ihre Bitcoins gehalten haben und nach 14 Jahren sich jetzt entschieden haben zu verkaufen, also diejenigen, die die Wale sozusagen, die Early Adapters. Und wir sehen auch hier Gold eben starke gestern. Und das, obwohl die Realrenditen eigentlich dieser ganzen Gold-Rally komplett widersprechen. Wir sehen anders als bei Bitcoin, bei Gold eine durchaus moderate Stimmung. Da ist von Euphorie überhaupt nichts zu sehen. Aber die Frage, die sich eben stellt, ist das alles ein Misstrauensvotum gegen Regierungen, gegen die massive Verschuldung, wie wir sie vor allem in den USA sehen? Dementsprechend entkoppelt sich eben Gold sozusagen als Misstrauensvotum vor allem gegenüber den Realrenditen. Normal läuft das relativ parallel. Hier sehen wir mal Tipps, also inflationsgeschützte Anleihen. Und einer, der diese Verschuldung managen muss, ist der Jeromy. Die Fed überlegt ja schon so ein bisschen laut, wir könnten kurzlaufende US-Staatsanleihen kaufen, dafür unsere Mortgage-Backed Securities aus der Bilanz hinausschmeißen, sodass wir in der Summe dann gar keine höhere Bilanzsumme haben. Nein, also das zeigt schon, dass vor allem die gute Janet Yellen und der Joey Biden, die brauchen ein Geld, gell? Die sind sehr spendabel jetzt, vor allem auch im Wahljahr. Und jetzt sagen vor allem Demokraten wie Elizabeth Warren, ja Pauli, du musst da mal die Zinsen senken, so geht es ja gar nicht weiter. Nein, weil überhaupt und so, Geld ist zu teuer und die armen Leute, die zwar massiv Stimulus bekommen haben und massiv an den Märkten spekulieren, aber die armen Leute, gell, die brauchen niedrigere Zinsen, da haben wir halt zweistellige Inflationsraten, macht nichts, nein, Hauptsache Zinsen sind unten. Und da wird man gespannt sein, wie gesagt, 14:30 dürfte, keine Garantie, dürfte der Redetext veröffentlicht werden, 16 Uhr dann eben die Anhörung. Und was wird der gute Jeromy sagen? Wahrscheinlich, wir haben es nicht so eilig mit den Zinssenkungen, sowas hat nämlich schon der Bostic gesagt, der Atlanta Fed-Chef, der davon sprach, dass man im dritten Quartal eine Zinssenkung mache und dann mal abwarten werde, also nicht sofort dann die nächste. Das zumindest könne er sich vorstellen. Wir sehen City Economics, the Price Index, geht doch jetzt wieder einigermaßen deutlich nach unten. Gestern leicht schwächerer ISM Index Service, obwohl die Preise weiter extrem heiß sind. Hier sehen wir mal so ein Spektrum. Der Fed auf der rechten Seite, Paul ziemlich in der Mitte, während Bostic sogar eher als dovish gilt, aber sagt, ja, also mehr als zwei Zinssenkungen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und was wir hier sehen, nämlich diese Euphorie, diese Gier, dieses FOMO, dieses YOLO, das hat damit zu tun, dass die Fed letztendlich das selbst animiert hat mit, vor allem Paul, mit der Aussage, wir haben über Zinssenkung gesprochen. Paul Volcker, ehemaliger Fed-Chef, hat noch kurz vor seinem Tod 2018 gewarnt, wenn du die Inflation bekämpfen willst, dann musst du auch verhindern, dass extreme Spekulation und Risikobereitschaft um sich greifen. Genau das ist nicht passiert. Die Fed senkt auch gerne mal Zinsen, wenn der S&P gar nicht so schlecht dasteht, wie ich gestern schon gezeigt habe. Hier sehen wir mal die Google-Suchen für AI-Stocks, also für KI-Aktien, künstliche Intelligenz-Aktien, massiv gestiegen, wenngleich nicht so krass wie damals bei Meme-Aktien. Wir erinnern uns an die selige GameStop, an die AMC, von denen alle sagten, denen gehört total die Zukunft. Die Zukunft ist ein bisschen deprimierender. Das dürfte auch für weite Teile dieses KI-Spektrums gelten. Wir haben gestern beim S&P 500 nochmal diese Aufwärtstrendlinie gehalten, sind kurz rausgebrochen. Dann wieder dieser wundersame Spike nach oben gestern.
Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, als würde da jemand versuchen, die Kurse da drin zu halten. Der VIX gestern mit einem ziemlich deutlichen Anstieg, zum Handelsende dann jedoch wieder ein bisschen runter. Und hier mal für die Bullen unter Ihnen, Nasdaq Futures, vielleicht eine inverse Schulter-Kopf-Schulter, wo wir gestern dann nochmal eben hier auf dieses wichtige Unterstützungsniveau geprallt sind, um dann von dort nach oben abzugehen wieder oder zu steigen. Mal sehen, was der Jerome Powell heute bringen wird. Und ziemlich klar scheint jetzt, dass es eben auf Biden gegen Trump hinauslaufen wird. Trump hat sehr souverän bis auf Vermont alle Staaten gewonnen bei diesen Vorwahlen am Super Tuesday. Damit ist Haley praktisch out. Und wohl auch diese ganzen Prozesse, die gegen ihn laufen, werden zu spät kommen, um ihn noch zu stoppen. Es wird also dieses Duell werden. Und bei Biden sagen viele vor allem, er ist zu alt. Bei Trump sagen viele, er ist zu gefährlich. Beides hat, glaube ich, bestimmte Anhaltspunkte an der Realität aus meiner Sicht, meine Damen und Herren. Also darauf wird es hinauslaufen. Abschließend, meine Damen und Herren, Goldpreisrekord, warum Gold heiß läuft und Bitcoin mitzieht. Was ist da eigentlich los? Erste Empfehlung als Artikel. Und wenn Sie Finanzmarktwelt und mir gewogen sind, würde ich Sie bitten, diese Artikel zu teilen. Hier sind die verschiedenen Button. Auf die muss man einfach draufdrücken, wenn Sie am Desktop sitzen oder auf dem Handy. Müssen Sie manchmal noch irgendwas Kurzes schreiben. Würde mich freuen, wenn Sie das Freunden geben, teilen, in irgendeiner Form kommunizieren, dass Sie das gut finden. Das ist der erste Artikel, den ich Ihnen hierbei anempfehlen möchte. Und der zweite, die Ukraine wird ab 2025 kein russisches Gas mehr nach Europa schicken. Was ist denn da los? Die Ukraine scheint diesen Krieg nicht gerade erfolgreich zu gestalten zu können. Gestern Nuland zurückgetreten, jene US-Repräsentantin, die mit Sicherheit hier ihre Finger auch ganz gut im Spiel hatte bei dieser ganzen Eskalation der Ukraine-Situation. Eine Scharfmacherin sondergleichen, die jetzt praktisch weg ist. Aber hier auf jeden Fall, das könnte für Europa nochmal sehr relevant werden, wenn wir dann kein russisches Gas mehr direkt beziehen. Wir beziehen ja nach wie vor russisches Gas, nur halt nicht über Pipeline in Nord Stream 1 und 2, sondern durch die Ukraine, gell? Und das könnte weniger werden. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie in diesem Artikel, den Sie natürlich auch gerne teilen können über Social Media. Also diese beiden Empfehlungen, 14:30 und 16 Uhr mal reinschauen bei Finanzmarktwelt wegen Jerome Powell. Servus, ciao.